Nintendo und meine Wenigkeit verlosen euch ab jetzt in jedem Tomodachi Live Part ein Nintendo 3DS Spiel. Wie ihr mitmachen könnt, sage ich euch sofort. Und zwar müsst ihr erstens mal meinen Kanal abonniert haben. Dann müsst ihr diesem Video einen Daumen hoch geben. Und last but not least, das Wichtigste, einen Kommentar abgeben. Und da werde ich euch immer eine Frage stellen, die ich mir ausgedacht habe. Und der kreativste Kommentar gewinnt. Heute geht es um Super Smash Bros. 3DS, das ihr gewinnen könnt, wenn ihr die drei Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, abonniert haben, Daumen hoch geben und ja, der beste Kommentar möge gewinnen. Und zwar auf die Frage, welchen Ort auf Tomodachi Live auf der Insel, wo befindet ihr euch am liebsten und warum? Also wenn ich jetzt gerade mal ganz kurz reingehe, kriege ich einen Anruf. Hallo? Der Chuck Norris muss mich einfach stören, das liegt an dem Kind, aber Moment. Stell dir nur vor, wir haben ein Baby. Das zweite Baby auf LPM World. Was wäre dir lieber, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen? Ja, da wir ein Mädchen schon haben, ist diesmal ein Junge. Und wir haben wirklich einen Jungen. Der guckt aber wirklich nicht so begeistert. Und sieht das Baby aus, wie du es dir vorgestellt hast? Eigentlich ganz lustig. Nicht so ganz, nein. Okay, ich hab gerade, es kommt nochmal random. Der guckt ein bisschen echt verzweifelt, ne? Also, ja, jetzt haben sie mich total durcheinander gebracht. Wir haben uns zusammen einen Namen ausgedacht. Wir nehmen den Namen, den ausgedachten. Gabriel. Gabriel? Wenn ihr das sagt, fantastisch. Welchen Charakter soll das Baby haben? Wie der Vater. Wir werden uns gut um Gabriel kümmern. Er guckt schon sehr verzweifelt. Ich bin auch gut um ihn. So. Ist cool, ist cool. Ich wollte schon gerade was sehr Wichtiges sagen, ihr beiden. Unterbrechen Sie mich. Also ihr könnt Super Smash Bros. 3DS gewinnen. Bekommt ihr verlost von Nintendo und mir. Also es läuft über meine Parts. Mit freundlicher Unterstützung und Zusammenarbeit. Finde ich supi. Ihr hoffentlich auch. Ihr könnt in die Kommis schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt oder ihr sagt, nee, was soll denn das? Naja, also ich würde mal sagen, da sind alle dafür. Und ja, wer es haben möchte, schreibt in den Kommentar. Seid ihr am liebsten am Glücksbrunnen oder haltet ihr euch am liebsten im Vergnügungspark auf oder im Café oder im Park oder im Aussichtsturm? Und warum? Also der kreativste Kommentar gewinnt. Und doch wirklich nur mitmachen, wenn ihr Super Smash Bros. 3DS noch nicht habt und haben wollt. Weil in den nächsten Parts bekommt ihr andere Games, wenn ihr gewinnen solltet. Es gibt andere Games zu verlosen, so ist das besser ausgedrückt, ne? Also eine schöne Sache, finde ich. 6 Spiele sind es an der Zahl, die wir verlosen werden. Und das heißt, es wird 106 Parts geben. Das passt doch perfekt, weil dann erscheint Sonic Boom. Also stay tuned! Wo wir das Unwichtige geschafft haben, kommen wir jetzt zu den wirklich wichtigen Sachen im Leben, die Mii-Nachrichten. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Shala hat das Beinwachstumspräparat ausprobiert. Ihre Beine sind daraufhin um etwa 1,5 Meter gewachsen. Das Ergebnis übertraf ihre Erwartungen und Shala war außer sich vor Freude. Sie sagte, als nächstes werde ich versuchen, eine Hose zu finden, die mir passt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da hab ich eine spannendere Geschichte auf Lager. Ich bin ja so aufgeregt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Ceriza Tyler und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Muss ich dazu sagen, das hatten wir vor nicht allzu langer Zeit, aber was macht die große Schwester von Gabriel, ja? Wir gucken mal vorbei. Bei dem guten Ehepärchen. Ihr seid nicht gemeint, ich guck nicht unter die Dusche, keine Angst. Ach, da liegt sie in der Wiege. Ja, wir haben ja Chalas Kindheit irgendwie total verpasst. Zack, war sie erwachsen. Diesmal werden wir uns wohl mehr damit beschäftigen. Schon ist er auf der Welt. So schnell vergehen 9 Monate. Kaum zu glauben. Love is in the air. Wir gucken mal, ob die irgendein Problem haben. Habt ihr ein Problem mit mir? Mit mir scheinbar nicht. Bum, 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 bum. Und was machst du? Mensch, krall dir eine. Nicht zu fassen, dass du immer noch keine abbekommen hast. Es sind so viele verschiedene Mädels hier im Apartment. Guten Abend. Guten Abend. Ich grüße Sie. Ich mag dieses Erfolgsgefühl, wenn ich etwas geschafft habe. Wie, ein Let's Play beendet oder so? Ein Level geschafft? Das kann ich voll verstehen, mein Freund. Gucken wir mal, was es Neues gibt hier.
Erstmal wird wieder Geld eingeworfen. Jemand wird ausgelassen. Verschließt die Türen. Es wird gespendet. Bitte eine Spende für die Jugend. Minion, man sieht dich gar nicht. Da hängt der Kranz. Weihnachtsmütze hat er auf, ne? Weil er denkt, es ist Weihnachten. Wollen wir Austern? Nicht wirklich. Ich kaufe mal eine. Kohlroulade. Gehacktes im Kohlmantel gar gekocht. Sei nett und hilf ihm aus dem Mantel. Mag ich nicht so, Kohlroulade. Weiß nicht warum. Nee, nee. Geht so, mit der passenden Soße. Aber es gab früher als Kind, gab es echt. Als ich ein Kind war, gab es viel zu oft. Kohlroulade. So. Hey, das ist von Son Gokus Vater. Der Son Gohan, der hat so eine Mütze, genau so eine Mütze aufgibt. Danke, ich lehne dankend ab. Nochmal zur Erklärung, falls ihr euch fragt, warum alles hier weihnachtlich ist. Einfach weil ich es wollte, ich habe so eingestellt. So, Samurai-Kleidung. Haben wir einen Samurai? Leider nicht, ne? Und neue Einrichtungen. Weihnachten. Na, sieh mal an. Nur in diesem Monat. Bescherung. Das Feuer im Kamin wird den Weihnachtsmann warm empfangen. Ach, weißt du was? Da sind wir mal nicht so. Vielen Dank. Da nicht für, C18. Hier ist noch der Abendmarkt. Wir werden unser Geld los. Das ist nicht das Problem, ne? Vielen Dank. Bitteschön. Die Fliege-Shorts-Kombi. Wo habe ich das schon mal gesehen? Riesenschleifenkleid. Das war neu. Sehr schön. Und ein Pfannenwender. Gerne wieder. Den müssten wir glatt SpongeBob geben, ne? So, überall treibt sich jemand rum. Gucken wir uns gerade mal an. Link schaut in den Himmel und fragt sich, ob das Triforce des Mutes... Triforce, Entschuldigung. Lassen wir das. Im Park? Ich glaube, das ist LP Markus und die Queen. Ich habe euch doch nicht gerade irgendwie... Die wollten sich treffen, aber naja. Im Vergnügungspark? Da haben wir Professor Layton. Und Angela Merkel auf dem Pferd. Ihr wisst, wie die Kanzlerin ihre Probleme angeht, ja? Alles klar. Und im Café holt sich Charlie Sheen aus und wer ist das? Bayonetta? Dreh deinen Kopf! Könnte, müsste. Strand buddelt. Dame wollte. Nee, Marcel Davis. Und du bist. Ja, das ist eine gute Frage. Dreh ich mal um. Was ist denn das für ein Kostüm? Komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Ich habe erst gedacht, Schwarzenegger oder Marty McFly. Nobody knows. Und hier haben wir Alf, Ash Ketchum und Beautiful Joe. Ja, bei 100 Bewohnern, da kann man schon davon ausgehen, dass irgendwo jeder irgendwo mal ist. Also jede Location besetzt ist. Aber guck mal in die Träume von Prinzessin Daisy. Jetzt wollte ich was sagen. Schande. Oh. Aha. Das Geile ist, es war abgedeckt. Hier ist ja so dunkel hier unten. Den Traum hatten wir noch nicht. Aber hier ist so... Ja, meine Licht, meine... Der Raum ist leider doch sehr dunkel. Also Daisy arbeitet mit Solarenergie. Gut, gut, gut. Bekomme ich jetzt ein neues Item dafür? Weil den Traum gab es noch nicht. Es haben doch nur noch eins oder zwei Träume gefehlt. Das müsste es gewesen sein. Danke, Daisy. Lange nicht gesehen. Ebenbild von LP Markus. Boah, liegt im Auge des Betrachters lange, ne? Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Bewohner. Der Animal Crossing Guy. Was willst du von ihm und mir? Der ist toll, ihr passt super zusammen. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Kannst du mal sehen, du. Das kriegt ihr hin. Wir müssen die Weihnachtseinrichtung. Wem wollen wir die denn geben? Es gibt welche, die haben noch gar keine, ne? Ohne Minion. Es
gab welche. Hallo, Ado. Macht's Spaß. Olima, Maike. Mein größter Wunsch. Ja, redet im Schlaf. Lucky Too. Ich weiß nicht, passt nicht zu Lucky Too. Oh, hier, Caroline Kebekus. Wo ich den Part hochgeladen habe, wo Caroline Kebekus eingezogen ist. Wow, habt ihr das gehört? Soll ich euch sagen, was passiert ist? Erdbeben. Das war schon mal. Gerade die Erde gebebt, mitten im Part. Sehr bedenklich, hier in meinem... Hui, das ist mir... Das gab's schon mal in Darmstadt. Alles gewackelt hier. Die Erde hat gebebt. Könnt ihr googeln, da steht das Datum. 6. Verdammt. Okay, ich muss mich erstmal sammeln und gucken, was es war. Also, krass und wirklich wahr, Erdbeben in Darmstadt am, wie viel haben wir heute, 29. Oktober 2014 um 18.20 Uhr rum. Könnt ihr googeln dann. Kleines, aber in der Tat, das Haus hat gewackelt. War nämlich schon mal der Fall, da habe ich zwar nicht aufgenommen. Mitten in Tomodachi Life Part bebt die Erde, Erdbeben, krass. Nicht so stark wie damals. Aber deutlich. Ich hatte es mir auf meinem Stuhl hier eben, hat mich mein Stuhl hin und her. Und die Gameboys in meiner Vitrine sind umgefallen. So, back to topic. Ich wollte gerade was sagen. Caroline Kebekus, als ich die habe einziehen lassen, hat die gerade eine super Show abgeliefert beim Deutschen Comedypreis. Und hat Helene Fischer... Da bist du ja mal wieder. Ebenbild von LP Markus. Hat Helene Fischer parodiert. Komediert. Und die wohnen ja beide hier im Apartment, also schon eine lustige Sache. Die Story von Snoop Dogg und seinem Missgeschick war echt lustig. Oh Mann, oh Mann. Es hätte gepasst, ich hätte es erwähnen sollen, aber ich wusste es in dem Moment natürlich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen raus wegen dem Erdbeben. Bedenklich. Das macht einem immer so klar, wie klein und unbedeutend man als Mensch ist, wenn die Naturgewalten abgehen. Mitten im Tomodachi Life Part. Nee, das kümmert sich um die Bewohner. Krass. Okay, Pauline will spielen. Komm, spiel mit mir. Ja, in der Arcade-Halle von Donkey Kong. Doppelsiolettenquiz. Was für Items sind das? Was? Items? Achso, es sind zwei Items. Schwarztee und... Tee auf jeden Fall, aber... Die richtige Antwort. Das ist Spargel. Das ist ein Teller. Es waren ey! Ein Tapas und ein Schwarztee. Sehr gut. Zweite Silhouette. Was für Items sind das? Ja, der Anhänger und... Was? Die richtige Antwort ist... Nee, das ist eine Auster auf dem Teller. Nein. Es waren ein Rubin-Anhänger und ein... Mich immer selbst leugne, was ich selbst tippe. Was für Items sind das? Fish and Chips, Kirschen. Das eine könnte Kirsche, also so eine einzelne Kirsche sein. Die richtige Antwort ist... Enttäusch mich nicht. Es waren einige Fish and Chips und einige Kirschen. Oh yeah. Gönnt auch ihr euch ein Erdbeben und euer Gehirn wird wieder in Schwung gebracht. Bedenklich, dass in Darmstadt so oft Erdbeben ist. Ist aber nicht schlimm, ist ja nur so ein Gerüttle immer. Jedes halbe Jahr. So, bups. Aber im Park noch nicht gehabt, ey. Was soll ich nur morgen zum Abendessen machen? Morgen zum Abendessen. Kirschen, Austern. Hast du gerade einige Vorschläge gehabt? Lucky Too. Bin mal gespannt, ob man eine Aufnahme hört, wie die Gameboys hier umgefallen sind. Ihr wisst es ja aus meiner Roomtour, Real Life LPM oder 100.000 Abo Special, meine Gameboys in der Vitrine. Boom, boom. Ich guck gerade, deswegen. Ne? Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Ich helfe dir beim Niesen, Lucky Two. Na. Ah. Mal langsamer, mal schneller, aber jetzt ist weg.
Itachi. Hat mich voll gerotzt, du Schwein. Lucky Two. Schäm dich, Mann. Danke. Bitte. War das alles? Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Na, ich will ja hoffen, du. Ventilator. Thank you, man. Ich würde eigentlich sagen, dass ich ein ziemlicher Glückspilz bin. Mhm. Fernanda Brandao. War einige, wenn die Comics geschrieben haben, war es Luke Milord? Kenn ich gar nicht. Schön, dass du hier bist. Ebenbild von LP Markus. Man muss auch nicht alle kennen. Ich habe oder will auf der LP Markus 2 ein Video hochgeladen. Ich will es noch machen, aber wenn ihr das seht, ist es vielleicht schon hochgeladen. Mit allen 100 Tomodachi Life Bewohnern. Reinziehen. Einfach auf dem Trash-Kanal der LP Markus 2 vorbeischauen. Ich habe Hunger. Ah, du wiederholst dich. Aber das aus gutem Grund. Wollen wir mal nicht so sein. Wollte sagen, wir haben doch noch so viel Spaghetti. Guten Appetit. Warum hast du denn da ein Pferdebild? Bist du fleißige Wendy-Leserin? Okay. Bei mir muss nicht immer alles perfekt sein. Nicht? Langweilig, nicht perfekt. Kümmern wir uns um die Älteren? Die hocken alle in ihrem Haus, weil die verlobt sind. Verheiratet. Also die ganzen Wohnhaus hier abgebildet ist. Was geht denn hier ab? Bei Merkel wird trainiert. Verstehe. Alles für die Fitness. Ich mach Ende Gelände. Kein so mega Part. Ich kann jetzt auch nicht mehr richtig kommentieren. Ich bin ein bisschen rausgeworfen worden. Wenn halt mal Erdbeben ist, Entschuldigung. Aber wie gesagt, kreative Kombis nicht vergessen, dann bekommt der Super Smash Bros. 3DS. Die Ergebnisse gibt's nach dem letzten Part. Nach dem 106. Part. Und keiner mehr kann zwei Spiele gewinnen. Also immer nur. Ne, immer andere Leute. In dem Sinne, danke fürs Ansehen. Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.